Jo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal an, was alles sich jetzt zum Release hin verändern wird, was genau zurückgesetzt wird und was nicht und was genau am 28. überhaupt passieren wird. Mittlerweile wurde genau bestätigt, was denn jetzt zurückgesetzt wird und was nicht. Schauen wir uns das mal an. Also grundsätzlich wird alles zurückgesetzt, außer das, was ihr an Beta-Pass erspielt habt, also das sind diese komischen Beta-Pass-Anhänger, die es da gab und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die behält man logischerweise. Wäre ja auch Schwachsinn, wenn man die jetzt nur für ein paar Monate gehabt hätte und dann jetzt einfach wieder zurückgesetzt wird. Also das behält man auf jeden Fall. Was man aber nicht behält, sind zum Beispiel die Agenten, die man sich freigeschaltet hat. Die werden komplett zurückgesetzt, also dieser alle Agentenverträge werden komplett zurückgesetzt, die müssen wir alle nochmal neu freispielen. Ist ein bisschen stressig, bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von, weil jetzt müssen wir im Prinzip dieselbe Zeit nochmal in die Agentenverträge reinstecken, um sie freizuspielen. Dann hätte man theoretisch zumindest in der Beta eigentlich sagen können, ja okay, da müsst ihr es auch nicht freispielen, damit in der Beta zumindest jeder mal jeden Agenten auch testen kann und ja, so jeder, so wie das auch das möglichst höchste Feedback bekommen, weil jeder die Möglichkeit hat, auch den Agenten zu spielen, den er will. Dass wir es jetzt doppelt freispielen müssen, finde ich ein bisschen blöd. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, sich die ganzen Agenten zu kaufen, man kann sich ja bei dem Agentenvertrag bis Stufe 5 kaufen und da ist ja dann der Agent mit dabei, aber ich denke mal, da hat nicht wirklich jeder Lust drauf, ich auch nicht, und möchte dafür jetzt auch nicht unbedingt das Geld ausgeben. Ja, deshalb ist ein bisschen blöd, müssen wir halt nochmal alle Agenten freispielen, aber ja gut, müssen wir halt jetzt durch. Außerdem werden auch alle unsere Skins zurückgesetzt, also alles, was wir uns im Shop gekauft werden, alles, was wir uns im Shop gekauft haben, wird wieder zurückgesetzt, wird uns weggenommen. Wir bekommen zwar unsere Valorant Points, also unser Geld sozusagen, unsere Ingame-Währung wieder, auch mit einem 20% Bonus drauf. Also wenn ihr 10.000 Valorant Points gekauft habt, bekommt ihr 2.000 zurück, beziehungsweise 12.000 zurück, 2.000 extra. Und könnt euch halt dann die Skins nochmal neu kaufen. Ja. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, warum das jetzt so gemacht wurde. Ich finde es persönlich ganz gut, weil ich habe zum Beispiel jetzt Skins gekauft, die ich eigentlich nicht unbedingt hätte kaufen wollen, weil ich die jetzt nicht so krass fand, aber ich dachte, wenn ich das Geld eh zurückbekomme, kann ich mir dann jetzt andere kaufen oder falls ihr Skins habt und euch jetzt schon zum Beispiel an den Satt gesehen habt, könnt ihr euch jetzt von dem Geld andere kaufen, theoretisch. Also von daher ist es jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich verstehe zwar nicht genau, warum sie es jetzt so gemacht haben, aber hat wahrscheinlich irgendwie einen technischen Hintergrund oder sowas. Ja, auf jeden Fall, die ganzen Skins, die werden uns wieder weggenommen. Es gibt einen weiteren Beta-Bonus, sage ich mal. Alle, die jetzt zum Beispiel kein Glück hatten, einen Drop zu bekommen, bekommen auch, also auch alle, die einen Drop bekommen haben, bekommen so einen Banner, so einen Twitch-Banner, den sie dann in-game ausrüsten können. Den bekommen alle, die über 2 Stunden lang auf Twitch einen Stream geguckt haben von Streamer, der Valorant gestreamt hat. Und ja, finde ich auf jeden Fall eine ganz nette Idee. Ich meine, es ist jetzt auch nichts Krasses, wenn wir mal ehrlich sind, so ein Twitch-Banner, aber ja gut, zumindest bekommt jeder etwas, auch die, die kein Glück gehabt haben, einen Drop zu bekommen. Ja, haben sie sozusagen eine kleine Belohnung fürs Schauen oder fürs Teilhaben an der Beta. Und dann gibt es noch was sehr Interessantes, was gesagt wurde, was mich leider ein bisschen traurig macht, muss ich sagen. Und zwar wird es am Release-Tag kein Ranked geben. Es wird kein Ranked-Modus geben. Sie haben geschrieben, a few weeks after the release. Das heißt, es wird vermutlich 1-2 Wochen dauern, bis dann tatsächlich der Ranked-Modus ja, veröffentlicht wird und freigeschaltet wird, dass wir wieder Ranked spielen können. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Unranked spielen. Finde ich ein bisschen blöd. Dann hätten sie halt den Release irgendwie noch weiter nach hinten schieben sollen, weil jetzt wieder Unranked zu spielen ist so ein bisschen meh. Aber ja, gut. Bleibt es leider jetzt auch nichts anderes übrig. Vor allen Dingen wird ja jetzt am 28. werden die Server down gehen. Das heißt, vom 28. bis zum 2. werden wir kein Valorant spielen können. Wir werden nicht auf die Trainingsmap können. Wir können gar nichts in Valorant machen. Wir können vermutlich nicht über das Spiel wirklich starten. Das heißt, wir haben da ja eine Zeit, die wir irgendwie überbrücken müssen. Ich weiß noch nicht genau, was ich in der Zeit machen werde. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch bis dahin die Zeit vertreiben wollt. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, in der Zeit werden wir kein Valorant spielen können und um circa 17 Uhr, sage ich mal, könnt ihr das letzte Spiel starten am 28.
bevor die Server dann down gehen. Also es wird dann halt nur Unranked-Modus geben und es soll ja auch ein neuer Modus kommen. Aber da gehe ich gleich nochmal später ein bisschen drauf ein. Das Interessante ist, dass es Valorant einen Unterschied zwischen dem Unranked-MMR macht, also der Elo, und der Ranked-MMR. Die Ranked-MMR wird komplett zurückgesetzt. Also wenn das Spiel dann Ranked wieder freischaltet und wir wieder Ranked spielen müssen, wollen, müssen wollen, wie auch immer, je nachdem, wer süchtig ist wie ich oder auch nicht, muss wieder sich neu einranken lassen und halt sozusagen bei null anfangen. Die Unranked-MMR hingegen wird jedoch übernommen oder zumindest teilweise, das wissen sie noch nicht genau, sie haben geschrieben, entweder teilweise oder ganz werden sie die Unranked-MMR übernehmen. Das machen sie deshalb, dass halt dann neue Spieler, die jetzt zum Beispiel in der Beta noch nicht gespielt haben, nicht direkt von Leuten, die halt schon viel Spielerfahrung haben, umgedrückt werden und sozusagen denen ein bisschen so den Spielspaß genommen werden. Ja, deshalb wird nur ein Teil oder die ganze MMA vom Unranked-Modus übernommen. Ja, ich kann es teilweise verstehen. Sie wollen halt dann, dass im Ranked jeder die gleichen Voraussetzungen hat und jeder wieder bei Null anfängt. Ja, ich habe das Gefühl, sie versuchen ein bisschen zu sehr ein Competitive Game daraus zu machen, das ein bisschen zu gleichberechtigt ist. Aber ja, mein Gott, ich meine, wenn man eh schon ein bisschen Spielerfahrung hat, dann sollte man relativ schnell wieder auf das Level kommen, wo man war, beziehungsweise auf das MMR-Level und relativ schnell wieder den Rank bekommen. Von daher. Ja, ist es schon okay. Die 20 Unranked Games werden jedoch übernommen. Also man muss ja, um Ranked freizuschalten, dann 20 Unranked Games spielen normalerweise. Muss man nicht nochmal machen, wenn man schon getan hat. Also wenn wir in der Beta jetzt schon 20 Unranked Games gespielt haben, müssen wir jetzt beim Release nicht nochmal zwingend 20 spielen. Das Problem ist einfach nur, dass wie gesagt am Release-Tag kein Ranked da sein wird. Das heißt, wir sind eh gezwungen, Unranked zu spielen. Weshalb, naja, wir dann vermutlich eh die 20 Games irgendwie sowieso nochmal gespielt haben, Unranked. Aber falls ihr jetzt zum Beispiel in der Zeit, keine Ahnung, keine Lust auf Unranked habt und lieber auf Ranked wartet, dann müsst ihr nicht vorher die 20 Unranked Games machen, sondern könnt dann direkt in Ranked reinstarten, wenn ihr die schon habt. Es gibt so eine kleine Diskussion darüber, ob dieses Spiel überhaupt schon releasefertig ist, ob es überhaupt jetzt schon veröffentlicht werden sollte, weil es halt noch viele Bugs, Probleme, Sachen gibt, die eigentlich überarbeitet werden müssten. Die Devs haben geschrieben, dass sie sich dessen bewusst sind, dass das Spiel noch Fehler hat. Sie haben auch geschrieben, dass FPS-Drops, die Hit-Registration und so Zeug angeblich beim Release gepatcht werden sollen und so ein paar Exploits halt. Ja, ist halt die Frage, warum man das nicht vorher dann lieber nochmal in der Beta testet. Sie meinen, sie haben dafür Lösungen und beim Release soll das dann alles gepatcht sein und funktionieren. Aber so Sachen wie zum Beispiel Hit Registration oder Sachen wie Jet Boosten, es gibt noch ein paar so Kleinigkeiten, die einfach noch nicht ganz ausgereift sind. Und leider ist es heutzutage so, dass Spiele einfach veröffentlicht werden, die noch nicht, das klingt jetzt krass, aber perfekt sind. Also wo einfach noch Fehler sind, die eigentlich noch nicht komplett ausgereift sind. Und das ist irgendwie heutzutage ein Trend geworden, dass das halt dann während oder nach dem Release passiert und währenddessen dann halt geguckt wird, okay, was wird geändert und was noch nicht. Und dann erst auch später noch Content hinzukommt. Wenn man sich das mal vor 5 Jahren anguckt oder so Spiele vor 10 Jahren, da war bei Bereast, das war ein kompletter Titel, da war alles drin, was drin sein musste und da kam dann später nichts mehr. Oder wenig, sagen wir mal. Aber da wurde zumindest beim Release schon mal das Spiel so rausgehauen, wie es dann auch ist und eigentlich auch fertig ist, ja. Ja, heutzutage ist der Trend nicht mehr so. Heutzutage werden die Spiele halb fertig rausgebracht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Valorant halb fertig ist, aber wenn man sich jetzt mal andere Titel anschaut, dann sieht man oft mal, dass das halt nun mal so der Fall ist. Wenn man sich anschaut, wie viele Spiele jahrelang in der Beta sind oder in der Alpha und einfach nicht wirklich released werden. Ja. Aber sie meinten, sie haben das im Griff. Sie haben ja auch am Anfang beim Release sowieso kein Rank drin, weshalb jetzt, wenn da noch Fehler drin sind, es jetzt eh nicht so tragisch ist. Auch so Sachen wie Aim Punch müsste eigentlich noch überarbeitet werden. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas in der Richtung kommt. Oder so Sachen wie sich eine Demo anschauen, also so ein offline nochmal das Spiel sich im Nachhinein anschauen. Sowas vermisse ich auch noch sehr in dem Spiel. Ich hoffe, das kommt beim Release oder ein wenig später zum Release dann. Es gibt einfach noch so ein paar Sachen, die da einfach fehlen.
Aber ich würde trotzdem sagen, im Großen und Ganzen kann man das Spiel releasen, weil es spielbar ist, es macht Spaß. Und es sind im Prinzip Kleinigkeiten, die man auch, ja, theoretisch im Nachhinein noch immer hinzubringen kann. Ja, ich habe einfach nur Bock, das Spiel zu spielen und umso früher ich es wieder kann, umso besser ist es. Bis zum 28. haben wir ja noch Zeit. Ja. So, damit haben wir eigentlich alles geklärt, was zurückgesetzt wird und falls und was nicht. Falls ihr da jetzt noch irgendwelche Fragen zu habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Dann beantworte ich die gerne. Wie gesagt, am 28. geht die Server down, am 2. kommen sie wieder hoch. Jeder kann es dann spielen. Genauso wird dann am Release auch der neue Agent, der 11. Agent namens Necro, released. Noch ein weiterer Punkt, warum es gut ist, dass erstmal nur Unranked zur Verfügung ist, weil jeder erstmal klarkommen muss auf den Agenten. Und vermutlich ist nicht so klug wäre, einen neuen Agenten, den man nicht kennt, direkt im Ranked zu spielen, aber wir wissen alle, wie unsere Randoms so sind. Die kommen immer auf nicht so geniale Ideen, aber das ist ein anderes Thema. Von daher haben wir dann genug Zeit, erstmal den Agenten ein bisschen zu testen. Und leider ist noch nicht so wirklich viel über ihn bekannt, was über sie. Ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass es eine sie ist. Was so die Fähigkeiten angeht. Was man aber sagen kann zum Beispiel ist, dass, ich glaube, Cypher war es, er hatte so eine Voiceline, die wurde geleakt, wo er gesagt hat: "Remember, she can only eat our souls when we are dead." Was genau damit jetzt gemeint ist, weiß man natürlich nicht. Es birgt sehr viel Interpretationsspielraum. Ich habe so die Theorie, wenn man sich auch den Charakter mal anschaut, sie hat so ein leuchtendes Herz. Es gibt von der Lore in Valorant gibt es auch ein paar Sachen, die darauf hinweisen, dass sie ein Radianit-Herz hat. Wenn ich weiß, was Radianit ist, schaut sich am besten mal mein Valorant-Story-Video an, wo ich die ganzen Hintergrundstory von Valorant erklärt habe. Da erkläre ich auch, was Radianit ist. Ja, sie hat halt, gehe ich stark davon aus, so ein Radianit-Herz und irgendwelche Radianit-Fähigkeiten. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie so funktionieren wird, dass wenn ein Spieler vom Gegnerteam stirbt bzw. getötet wird, Necro dahin gehen kann und ja, irgendwas dann da anrichten kann. Ich schätze mal, dass irgendwie vielleicht die Fähigkeiten blockiert werden. Aber dann, ich gehe mal nur davon aus, vielleicht die Fähigkeiten von den Radiants. Hier nochmal der Hinweis, wenn ich weiß, was Radiants sind, schaut euch mein Valorant-Video an, mein Valorant-Story-Video. Also so Sachen wie bei Phoenix oder bei Sage, die Fähigkeiten, die ja so natürlich sind. Also sowas wie bei Jett, diesen Boost, das sind ja alles so irgendwelche mystischen Fähigkeiten. Ich schätze mal, dass die eventuell dadurch blockiert werden können, weil er redet ja hier von Souls und eventuell, weil die sind, haben ja alle was mit Radianit zu tun, beziehungsweise sind alle durch Radianit beeinflusst, dass vielleicht das mit Souls gemeint ist, dass ja, die dadurch irgendwie blockiert werden. Das ist natürlich jetzt eine reine Spekulation und ich weiß es nicht. Dazu gibt es leider keine Leaks oder sonst irgendwas in der Richtung oder irgendwas, was schon veröffentlicht wurde. Das werden wir dann am Release-Tag sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, falls ihr eine Idee habt oder eine Vermutung, was mit dem Satz gemeint sein könnte oder was die Fähigkeiten vom neuen Agenten sein könnte. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich lese mir das sehr, sehr gerne durch. Ja, von daher bin ich mal gespannt, was am Release-Tag passiert. Wie gesagt, es kommt auch eine neue Map, Ascent, über die habe ich ja schon ein Video gemacht. Das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ascent wird in Venedig spielen. Da gibt es jetzt schon verschiedene Videos und Wallpaper und Leaks und so weiter und so fort. Gibt es dazu. Könnt ihr euch gerne mal mein Video anschauen. Ja, ansonsten, das sind so die Sachen, die uns am Release-Tag erwarten werden. Ich bin mal gespannt. Ich habe Bock. Bin ein bisschen enttäuscht, dass kein Rank kommt. Aber ja, ich hoffe mal, das dauert dann nicht allzu lang, bis das dann auch wieder freigeschaltet wird. Und dann, ja. Begrüßen wir alle Spieler. Dann kann endlich jeder Valorant spielen und ja. So, das war's dann jetzt von dem Video. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie auch gerne in den Kommentaren und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr mehr Valorant-Videos haben wollt. Und ja, macht's gut, bis dahin und